Hallo Leute, hier sind wieder McQuisto 2051. Varuna MC. Und Mavia. Ich hab den Horror-Mode nicht aktiviert gehabt, deshalb bin ich gerade mega hochgeflogen. Na kack. Im E-System. Im E-System. Ja, Mavia hat es ein bisschen ausgebaut. Wir haben schon 3 Cluster. Es sollen noch ein paar mehr werden, da das Kabel aber nicht mehr hergibt als maximal 4 Cluster oder die Kerne, möchte er uns zeigen, wie wir Peer-to-Peer-Tunnel machen. Genau. Damit lassen sich die Controller besser ansteuern, beziehungsweise das Netzwerk breiter ausbauen. Ohne dass hier überall störende Kabel in der Gegend rumfliegen. Wir können doch einfach den Controller drüben nochmal einen hinbauen, hier. Oh. Hier könnten wir doch noch einen Controller bauen, dann geht das nicht mit dem Peer-to-Peer? Natürlich können wir hier auch neue Controller hinsetzen. Da müssen wir aber die Netzwerke separieren. Okay, aber da habe ich auch keinen Bock zu. So. Ich meine, das ist sogar noch einfacher als. Aber ich meine, da müsste man im Prinzip ein einzelnes. Nee, es wird sogar gehen, ja. Ja, es ist umständlich. Weniger ästhetisch, sagen wir es so. Ihr wisst doch, ich bin nicht fürs Schönbauen bekannt. Ne, deshalb übernehme ich das, das weißt du. Aber das ist auch schön, dann ergänzen wir uns. Ja, ihr müsst halt gucken, dass er die Kabel irgendwie. Achso, das ist doof mit dem Glowstone dann. Warum gibt es keine Glowstone-Fassaden? Müsste auch gehen. Ja, aber sie leuchten ja nicht. Echt nicht? Nein. Nein, das ist doch Glowstone klein. Ja, aber die nehmen nicht die Eigenschaft an. Soweit ich weiß. Test doch einfach mal. Bei den Conduit-Dingern ist das anders. Bei den Carpenters-Blöcken. Die nehmen die Eigenschaften an. Ja. Wenn ihr da was aus Obsidian Carpenters, dann ist das auch. Ist das so hart wie Obsidian? Sicher. Ja, ich weiß. Wenn man so einen Town leider einen Obsidian-Block verpasst, dann baut man den so schnell nicht mehr ab. Ich hatte schon überlegt, auf Carpenters-Blöcke mal Bedrock zu setzen. Das wäre echt assi. Das kriegst du ja also ohne Cheat jetzt gar nicht mehr weg, Kabel. Oder? Ich glaube, so sollte man das machen, oder? Ja, das wäre dann halt nicht unbedingt symmetrisch, aber... Warum nicht? Ja, weil wenn man das so machen würde, dann könnte man nur 4 Anschlüsse machen. Aber wenn hier noch ein... Man kann ja trotzdem noch nach unten zuppeln. Ja, nach unten geht sowieso, aber... Also wir werden auf jeden Fall hier unten noch was... Upsala. Hier unten drunter noch die obere Etage belegen, so wie die Kerne jetzt sind. Da kommst du nicht drum rum. Also dass es hier 3 hoch bleibt. Genau. Okay. Ja, dann machen wir mal. Bisschen extra. Gut, ich reiß einfach mal die Kerne ab, gleich geht nichts mehr. Oder hätten wir erst noch was herstellen sollen? Solange du da hinten die erstmal dran lässt, soll es in Ordnung sein. Momentan klemmst du nur die DSUs ab. Das ist in Ordnung. Ja, das meine ich ja. Aber dann haben wir auch keine Materialien, um mehr Kerne und sonstigen Scheiß herzustellen. Das kann man im Notfall noch hinzufügen. Okay. Wir haben gar keine Möglichkeit, Kerne herzustellen, oder? Controller? Wir werden das Rezept noch nicht... Willst du es jetzt genau auf den Lichtern abklemmen? Ja gut, da wo das Fenster ist halt. Okay. Ja, sonst... wird so ein bisschen doof vom Aufbau her. Aber ihr könnt ja drüben schon mal weitermachen. Ich mache hier langweilig. Ja, das heißt, wir brauchen mehr ME-Controller. Die waren irgendwie schwer herzustellen. Maurer arbeiten. Ach, die Kacke mit dem blöden Eimer und Skystone Dust. Ich kümmere mich um die Controller. Skystone haben wir. Ja, Skystone haben wir jede Menge, theoretisch. Praktisch haben wir, glaube ich, keinen. 44 Blöcke. Wir haben 44 Blöcke Skystone. Wo haben wir die denn her? Die habe ich mal hergestellt, weil wir sie für irgendwas gebraucht haben. Da habe ich einen kompletten Stack Pulver verbraten im Lavafass. Nee, da bist du dran gestanden. Perfekt, dann haben wir ja sogar was. Ja, und wenn du das Ganze jetzt noch als Rezept machen würdest. Ah, du mit deinen Rezepten. Ja, einfach angewöhnen, dann sobald man das Rezept drin hat, man braucht später wieder, dann kann man es einfach craften. Ja, ist ja schon was dabei, trotzdem nervt es.
Du gewöhnst sie an. Ansonsten machst du dir mehr Arbeit. Ja, nicht deswegen hier? Nein. Das ist Factory, Mephisto. Das soll praktisch und einfach sein. Dass ich dir das sagen muss. Gerade ich, der nie irgendwie was automatisiert eigentlich. Es ist... Ja, genau deswegen ist es umso merkwürdiger. Egal. Zack. So, da. Hat sogar gepasst. Das wird nicht funktionieren. Ah, weil der in der Mitte nicht dahin darf. Ja. Beide. Die beide. Nee, sorry, ja. Oben das ist andere ist der Teleporter Elevator. Vom Raum oben drüber. Der sollte passen. Du willst das Ganze zweischichtig machen, oder? Du willst das zweischichtig machen. Ja, warum? Dann können wir oben ebenirdisch sozusagen die Kabel für den DSU-Turm abgreifen und unten haben wir dann noch 12 Möglichkeiten, andere Kabel anzuschließen. Ja, okay. Bin ich super kapiert, dass das hier steht. Sollten wir den Kern nicht am besten unten drunter hinpappen? Wir können auch einen Controllerraum unten drunter bauen, sicher, das geht auch. Brauch gar keinen möglich. Raum dafür, einfach den Controller überhaupt dahin machen. Du meinst unter das Gebäude hängen, ohne Mauern? Dann können wir die ganzen dummen Kabel rüberziehen, ohne dass sie einen stören. Wenn man sie nicht sieht. Wäre auch eine Möglichkeit, logisch. Dann machen wir sie unten drunter. Vielleicht war Runa kein schöner leuchtender Controller um den Fahrstuhl. Warum nicht? Wo denn dann hin? Kommt unter das Gebäude, wo man ihn nicht sieht. Er will ihn einfach unter das Gebäude hängen. Ich will den aber sehen. Bauen die irgendwann ein Mini-ME, das aus nichts besteht, außer diesem Controller und leuchtet. Bitte, 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 bitte. Im allerschlimmsten Notfall kannst du dir, waren das die Factory-Blöcke? Ich weiß nicht. Also Future-Blöcke. Ja, die sehen fast genauso aus. Die haben eine Controller-Textur. Ist das die Controller-Textur? Es soll sie sein. Sie haben sie natürlich nicht kopiert, aber sie haben sie versucht nachzumachen. Ah, okay, wollte gerade sagen, die sieht nicht genauso aus, nur sehr ähnlich. Ach, ich hätte vielleicht einfach so einen dummen Fahrstuhl mitnehmen können, damit man hier nach unten kann, obwohl dann landet man immer im Keller. Ja, ich bin gelaufen, ich hätte den dummen Start benutzen sollen. Du läufst doch immer zum ME-Terminal, obwohl du Wireless hast. Ah ja, hab ich auch. Ich habe euch hier extra mit Wireless-Terminals versorgt und ihr geht immer zu Fuß. Nein, das mache ich auch, aber du hast, ich habe das halt noch gar nicht gezeigt. Ja, hier, Wireless. Maybe war so frei und hat mir das auch gemacht. Ja, weil ich zu faul war, immer zum Terminal hin und her zu rennen, habe ich das Ganze mal auf Wireless gesetzt. Jetzt kann man von hier bis zu Varunas Haus das ME zugreifen. Da ist mir jetzt auch was eingefallen. Eigentlich war das von Anfang an gar nicht so geplant, dass es mein Haus wird. Aber irgendwie lebt ja Mephisto hier in der Fabrik. Tja. Bin halt das Arbeitstier, immer am Schaffen. Mhm. So. Also ich habe eigentlich oben genug Höhe gelassen, dass man die Kabel einfach 1-2 zurücksetzen kann. Boah, 22 Upgrades. Ich habe jetzt 3x112 Fässer-Upgrades verbaut. Beide. Das Gefühl, die Ecken passen nicht. Kann das sein? Oder sieht das übrigens jetzt schon aus? Ja, wahrscheinlich, Moment. Wir haben doch nur zwei Dinger. Kann ich hier ja wieder die Lampen setzen und alles reparieren? Passt doch. Okay, weil die Ecken sind bei mir irgendwie seltsam. Also machen sie hier alles kaputt, aber die Ecken und dann passen bei meiner Textur nicht. Ja, die Ecken verbinden sich nicht. Das sind Knotenpunkte im Prinzip. Nur die dazwischen verbinden sich. Okay. Und wenn dein Texturpaket das nicht handeln kann? Gut, wir sollten mal weitermachen. Aber ganz kurz muss ich natürlich zum Zentrum und den Leuten zeigen, dass wir hier noch diesen lustigen Glaskasten hingestellt haben. Weil ich das aufgesaugt hat. Habe ich einmal den Kackmagneten, damit die ME-Kerne nicht wegfallen. Wir haben jetzt hier nicht Dropper, wie hieß das? Item Gate? Item Valve. Item Valve, Rapid Item Valve sogar. Und damit können wir dann mit dem Factory Manager alle, keine Ahnung, 480 Sekunden ziehen wir hier neuen Kohle ab.
Okay, ich zeig das mal irgendwo. Da, 9 Kohle raus und schmeißen die mit dem Ding runter und die Endoflames. Enderlilies, Endoflames fressen. Achso, der kann jetzt gerade nicht auf die DSU-Sachen zugreifen, ne? Nein. Das Ganze hier wäre natürlich auch einfacher gegangen, einfach mit einem Dropper oder dem Fass von Botania und einem Timer. Aber Mephisto hat unbedingt mal den Manager ausprobieren wollen. Damit wir wenigstens ein Erfolgserlebnis mit dem Scheißding haben. Es funktioniert auf jeden Fall und darauf kam es an. Absolut. Und jetzt haben wir eine automatische Mana-Produktion und müssen uns nicht mehr darum kümmern. Ich habe meinen Stab irgendwo abgelegt. Egal. Sobald wir Alfheim erreicht haben, haben wir auch Zugriff auf bessere oder andere generierende Blumen. Und da können wir dann die Mana-Produktion umstellen. Ja, das machen wir, aber das wird dann in der Folge gemacht. Das natürlich. Ist jetzt einfach nur da, um Mana zu machen, während wir was ganz anderes machen. Exakt. Mal, ihr seht hier also oben ein Dinger abgeklemmt. Ich klemme ihn aber gleich wieder an. Damit es hier, wir haben extra 2 dicke Boden, da können wir schön die Kabel drin verstecken. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, was wird denn hier noch an Kabeln verlaufen, Media? Hier. Ja. Wir können jetzt die Kabel, da das Ding nachher unten liegt, von unten abzwacken. Dann kommen die meisten Kabel von unten rüber. Und dann gehen wir doch in der Wand hoch. Hier diese Station, die können wir im Prinzip sowieso überall hinstellen. Die Prozessoren, sollen die da bleiben, Mephisto, oder? Welche Prozessoren? Oben, die waren dafür angedacht, dass sie dort bleiben, aber... Okay. Ach, jetzt ist schon alles abgeklemmt, es geht gar nichts mehr. Ja, warum geht oben? Geht nicht mehr. Deshalb habe ich vorher noch ein paar Cover gemacht. Also hier können wir auf jeden Fall ein ME-Kabel hoch und runterlegen, ins Obergeschoss. Und wird das dann hier eine Steinwand, oder? Es wird fassadiert. Ja, mit Stein. Genau. Die kann man einfach überall so dran pappen. Mhm. Und am besten mit der Wrench lösen, weil sonst nimmt man alles mit. Also mit okay, dem Kreisen geht es auch. Und dann Ding. Also die Prozessoren können wir auch auf gleicher Ebene in der Wand mit Kabeln versorgen, die müssen wir nicht unten dranhängen haben, wenn du das wissen wolltest, Bauner. Ja, ich habe oben schon ein Kabel in die Decke gelegt. Die Decke ist ja 2 dick. Und wenn hier ein Kabel bei den Clustern rauskommt, ich denke, das können wir hängen lassen. Brauchen wir uns nicht besonders, keine besondere Mühe zu geben. So, ich versuche trotzdem mal dem ME noch ein bisschen Sand zuzuführen. Ja, nee, das ist ja sowieso die Abteilung hier, wo das so sein soll. Kein Sand mehr. Ich hol mal gerade. Dann haben wir noch 2000 im ME. Ja, die habe ich gerade reingemacht. Nein. Doch, habe ich. Ja, hast ein bisschen was reingemacht vielleicht, aber da war noch 2000 von vorher drin. Ach so, ich glaube, die habe ich gerade erst reingemacht. Kannst du dir bei mir angucken, so. Ich habe einen Peer-to-Peer-Tunnel. Warum habe ich den im Inventar? Weil du den aufgesammelt hast eben. Ich mache einfach schon mal ein paar farbige Kabel. Ja, Lapis, guck. Jetzt habe ich die dummen Kabel weggemacht. Unser Sludge-Spoiler produziert ja alles, was wir nicht brauchen. Was denn? Schön, Poppies haben wir. Ich würde gern wissen, was ich bauen kann. Kommt hier oben was in die Wand rein? Ich glaube schon. Wo? Da, wo ich gerade aufmache. So, das ist noch da angeschlossen und das geht noch hier rüber. Und da haben wir. Ah, das Security Terminal. Oder? Die könnte man ja. Das dicke Kabel kann man ja in die Wand reinlegen. Prinzipiell ja.
Wo willst du hin? Auf und davon! Weg da! Was tust du? Warte! Er will das doch in die Wand gehabt haben. Ja. Ach, das dumme farblose Kabel verbindet sich mit den anderen Kabeln. Lass uns doch zuerst mal hinten das Peer-to-Peer bauen, bevor du jetzt hier die ganzen Sachen anschließt. Ich wollte einfach drei dicke Kabel rüberlegen. Mit den Fassaden kann man die wahrscheinlich trennen. Das müsste gehen, ja. Ja, oder mit den Kabelbindern. Nicht Binder. Anker. Kabelabstandhalter. Das klingt natürlich noch schöner. Ja, es gibt auf jeden Fall mehr Sinn wie Binder, weil der Binder würde sie ja zusammenführen und wir wollen sie ja gerade nicht zusammen haben. Ja, sie heißen halt Anker, aber die Abstandhalter sind schön. Aber wir können ja einmal hier hochgehen und einmal auf der anderen Seite dann. Das macht vielleicht auch mehr Sinn. Wir werden nachher sieben Dinger drin haben, wir werden drei Kabel brauchen. Ja, eins können wir dann noch irgendwo hochlegen. Das nehmen wir in der Mitte hoch, damit es auch wirklich im Weg steht. Obwohl das eigentlich sogar noch sinnvoll passen würde. So eins in der Mitte hoch für die drei hier und rechts und links jeweils eins hoch für die vier. Weil wir haben ja ausgerechnet, passen bis zu sieben von den Assembler-Kammern hin. Dann baue ich hier halt um. Ist ja kein Problem. Aber ein dickes Kabel kann nur vier von den Clustern unterstützen. Das, ja, deswegen wollte ich drei dicke Kabel hier rüberlegen. Okay. Egal, du willst auch Peer-to-Peer keine machen. Ich hätte die drei Dinger jetzt wirklich einfach ohne Peer-to-Peer mit dem dicken Kabel rüber angeschlossen. Fertig. Ja, mit Peer-to-Peer brauchst du halt nur ein Kabel. Darum geht's ja. Dass am Controller hinten ein Peer-to-Peer-System vorherrscht, mit dem du überall an die Basis ein Kabel hinlegen kannst im Prinzip und da dann abgreifst, was du brauchst. Gut, dann zeig uns das mal. Aber schnell, wir haben nur noch. Wir sind schon bei 17 Minuten. Was? Dann brauchen wir aber noch Quarz. Entschuldigung, ich wollte den Schock auf. Fertus-Quarz, Meta-Quarz? Nee, Quarzkabel. Da. Quatschkabel. Quarzfiber. Genau. Ja, dann mach ich das hier doch so. Das Peer-to-Peer, was du eben aufgesammelt hast. Ist immer im E. Ah, okay. Hab ich da Wireless reingelegt. Hab's voll gecheckt. Und jetzt Achtung, ich greife Wireless drauf zu und hau mir Glas. Und du alles möchtest lassen. Es ja nicht hauen, dann redest du weiter so. Ich will nicht hauen dafür. Ich bin voll der Pro, Alter. Ja, wir haben noch ein bisschen mehr Netherquarz drin. Ich brauche noch ein Silikon. Warum gehst du dann nicht in den DSU-Turm? Da haben wir Silikon in der DSU. Ja, so 55.000. Na ja gut, dann hol du mal gerade bitte. War auch am MER angeschlossen, aber irgendwann hatte die Idee, das MER abzuklemmen. So, wir haben sie im ME. Hab ich's bald. Gut, dann den Prozessor. Fertig. Memory-Karte. Und okay. Ich habe das Loch in der Decke gestopft. Das ist nicht schön, aber ein echter Mephisto. Ja, toll. Das heißt, ich darf gleich mal nacharbeiten. Das ist schön machen. Es ist dicht. Du bist ja für die Ästhetik verantwortlich, haben wir doch. Ja, hast du selber gesagt. Egal, was wir an komischen Kabeln legen, du wirst alles fassadieren. Ja, mach ich auch. Guck, zack, fertig. Also, was machst du denn da unten? Ich teleportiere mich in die Wand. In Decke teleportieren. Einer muss ja auch für Ordnung sorgen. So, Ordnung also muss rein. Der rein der Funktion halber. Wenn du jetzt die Controller bzw. die Channels irgendwo hin transportieren willst, statt das Ganze mit einem Kabel zu machen, nimmst du ganz einfach hier ein. Mach mal unten. Ja, unten ist keine Energie momentan. Ich weiß doch.
Dementsprechend wird das noch nicht funktionieren. Aber es geht jetzt auch nur um die Beispielerklärung. Wir brauchen nur zwei Kabel und es ist unten mit Energie versorgt. Aber okay. Ja, rein der Erklärung halber, wir wie haben das Ganze jetzt funktioniert. Peer-to-Peer-Tunnel am Controller angeschlossen. Gut. Genau. Dann machen wir hier noch. Nein, falsches Kabel. Sah aus wie ein dickes Kabel. Ja, das funktioniert zwar auch, aber das ist in dem Fall unnötig. So. Und wenn wir jetzt an der Stelle. Kabel. Memory-Karte. So. Jetzt funktioniert es. Das ist gemacht. Das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Und zwar ganz einfach. Ich habe hier im Prinzip ein zusätzliches Netzwerk erstellt. Dieses Kabel hier dazwischen ist ein unabhängiges Netzwerk. Das wird hier an dieser Stelle durch das Quarzkabel, durch die Quarzfiber mit Energie versorgt. Mhm. Das Quarzfiber ist auch ein Kabel, nur transportiert halt keine Daten, nur Energie. Und dementsprechend kann ich es halt an das alte Netzwerk anschließen, saugt die Energie ab. Und damit funktioniert hier die, die Energieversorgung. Das Peer-to-Peer hier an der Stelle greift die 32 Kanäle an dieser Blockseite vom Controller ab, verwandelt das Ganze in Daten im Prinzip und braucht damit nur einen Kanal, beziehungsweise zwei Kanäle, weil ich es an dieser Seite hier nochmal abgreife, mit dem zweiten Peer-to-Peer. Die muss ich das nur heißt, du verbrauchst gerade zwei von acht Kanälen, transportierst aber 32. Korrekt. Und kann ich über ein Kabel mehrere Peer-to-Peers schicken? Ja, sicher. Das Ganze, Moment. Also sprich, ich hau an den nächsten ME-Controller direkt nebendran nochmal einen Peer-to-Peer-Tunnel, schließe den an das gleiche Kabel an und ziehe ihn hier hinten an einem anderen Decken ab. Ich kann zum Beispiel das hier machen. Halt gar nicht. Diese beiden dicken Kabel sind an die gleiche Controller-Seite angeschlossen. Das sind die gleichen 32 Kanäle, die ich hier an beiden abgreife. Das heißt, wenn ich hier an dieser Seite, an diesem Kabel 16 Kanäle verbrauche und an diesen 16 Kanäle, dann ist diese Controller-Seite mit 32 Kanälen ausgesaugt. Genauso kann Hast du noch so ein Ding? So ein Peer-to-Peer, obwohl ich, ich baue es mir hier einfach ab. Und man, das hat jeder verstanden und gesehen. Wenn ich jetzt hier noch so ein Peer-to-Peer, genau, den dahin bappe und nochmal so ein Kabel mit dran anschließe, kann ich dann hinten, wenn ich jetzt zwei Peer-to-Peer-Tunnel habe und die irgendwie koppele, zwei dicke Kabel mit jeweils 32 absaugen? Natürlich. Moment, mach mal alles nochmal hin, was du kaputt gemacht hast. Aber, mal sehen. Na, mach die Fassade weg. Danke. Kann ich kurz gucken. Die linke Seite, der linke Controller ist jetzt hier links angeschlossen. Und der rechte Controller ist am rechten Peer-to-Peer. Jetzt haben wir hier zwei Kabel, die zwei unterschiedliche Controller mit jeweils 32 Kanälen unterstützen. Das Ganze wird einfach gesteuert hier mit dieser Memory-Karte, die ich in der Hand habe. Die aussieht wie eine alte Kassette, die du nicht so umgespult hast. Ich hab sie. Damit muss man einfach Shift-Rechtsklick auf ein Peer-to-Peer. Successfully saved settings. Mhm. Und dann Rechtsklick auf ein Peer-to-Peer, mit dem man verbinden will. Du kannst auch mehrere Peer-to-Peer mit diesem einen verbinden, wie wir es eben gemacht haben, oder du kannst unterschiedliche einzeln verbinden, wie du willst. Das Einzige, woran du gebunden bist, ist die, sind die Kanäle dazwischen. Das heißt, okay, wenn du hier die Zwischenkabel, das Zwischennetzwerk mit dicken Kabeln verbindest, kannst du bis zu 32 nehmen. Und wenn du lustig bist, weil das Ganze ein zusätzliches Netzwerk ist, kannst du natürlich auch wieder. Na, komm her.
auch hier problemlos wieder einen Kanal dran machen, einen Controller dran machen. Ohne dass das Ganze crasht. Also noch mehr abnehmen kann. Nein. Du kannst hier nicht, der ist nicht dazu da, um mehr Kanäle abzunehmen, also nicht im eigentlichen Sinne, sondern um mehr dieser Zwischenkabel zu setzen. Weil wenn ich den hier wegmache, bin ich momentan auf 8 Verbindungen beschränkt. Ja, warum ist jetzt die Energie ganz weg? Weil der Energiespeicher leer ist. So, jetzt geht's wieder. Ah. Die haben eine gewisse Menge Speicher. Hast du gerade bei mir schön gesehen? Ja. Momentan ist das kleine Kabel mit 8 Kanälen beschränkt. Das heißt, wenn ich hier noch 2 weitere Peer-to-Peers dran mache und hier noch 2 weitere oder was weiß ich, hier noch 6 weitere. Auf jeden Fall haben wir dann 4 dicke Kabel und dann ist das kleine Kabel auch voll. Ja, also ist egal, was ich hier, ob dickes oder kleines abzweige, es geht ja hier um dieses Peer-to-Peer. Das verbraucht einen. Ich kann also maximal 4 Peer-to-Peer über ein kleines Kabel übertragen. Weil es ja an beiden Enden... Nein, es können maximal 8 Peer-to-Peer dranhängen. Weil jedes Peer-to-Peer verbraucht einen Kanal. Ob ich jetzt hier einen habe und hier 7 oder hier 4 und da 4... Ja, ich gehe jetzt immer von der maximalen Nutzung aus. Wir kommen aus einem Ding raus und machen einen 32er drüben. Das 32er hier ist irrelevant. Das könnte genauso gut ein kleines sein. Ich versuche die maximalen Nutzung. Die Maximalnutzung wird bestimmt hier durch die Anzahl dieser Blöcke, dieser Peer-to-Peer-Tunnel. Ja. Davon dürfen nur 8 Stück dran sein momentan. Wenn ja, ich alle 8 Peer-to-Peer-Tunnel dran sein, aber das sind halt für mich sozusagen bis zu 4 Peer-to-Peer-Netzwerken. Also aus 4 Controllern raus in 4 dicke Kabel auf der anderen Seite. Ja. Das meinte ich mit 4 Maximum. Ja, okay, das ist natürlich möglich. So, ihr hört von mir gar nichts. Ich verstehe nur Bahnhof, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ja, er hat gerade ganz lange Augen und ein langes Gesicht und denkt, hä? Das Rauchwölkchen über seinem Kopf. So ungefähr, warte mal, ich hätte da was, glaube ich. Warte, ich sollte einmal hier so und dann irgendwo hatte ich da, glaube ich, mal was. Man kann das bestimmt auch. Ich glaube, wir sollten trotzdem damit beim nächsten Mal weitermachen. Wir haben jetzt eine kleine Peer-to-Peer-Erklärung und sind schon wieder bei 28 Minuten von einer 15-Minuten-Folge. Genau. Und bei mir wird es jetzt 1-2 Tage keine Folgen geben. Weil ich bin nicht da. Das ist auch schon eine vorproduzierte Folge. Aber ich versuche in der Zeit regelmäßig nachzuliefern und möchte mich nochmal für die ganzen Unpässlichkeiten in letzter Zeit entschuldigen. Wie gesagt, ich hatte viel Stress im Real Life und hoffe, dass ich gerade momentan nochmal dazu komme, wenigstens aufzuschließen. Genau, wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder. Hier. Das ist sehr passend. So sehe ich gerade aus. Googly Eyes. Wir müssen nur noch so schief in die Mitte stehen oder so. So, das war's von der heutigen Folge Minecraft Sky Factory. Einmal Verwirrung mit ME-Kabeln bitte. Genau, schaut auch bei McFisto2051 vorbei. Maviar hat leider keinen YouTube-Account, glaube ich. Account ja, aber keine Videos. Ja. Okay, du bist ja bei uns mit drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss Varuna, tschüss Maviar. Bye.